gewesen, wenn alljährlich Tausende von Zuschauern an die Strecke kommen, um den Fahrern zuzujubeln. Die Stars der Show sind unter anderem die Formel-2-Fahrer, deren Wagen speziell für diese Einsätze präpariert werden und somit bei einem Gewicht von 500 Kilo 300 PS auf die Straße bringen. Aber auch sonst ist einiges an Kuriositäten an der Startlinie wiederzusehen, von den Go-Karts bis hin zu den Rallye-Prototypen. Das Prinzip des Wettbewerbs ist denkbar einfach. Neben frei zu durchfahrenden Strecken gibt es drei Steigungen, auf denen die Zeit gemessen wird. Die beiden schnellsten Zeiten werden dann addiert und insgesamt für die Position angerechnet. Für zwei Tage steht das Talkopf, der Autosportverband und das Vogesen-Rhein-Team sind diesmal Ausrichter des fünften von insgesamt 12 Läufen zur französischen Bergmeisterschaft, zu dem über 140 Wagen am Start versammelt sind. Am Start der ersten Wertung am Sonntagmorgen finden wir auch die besten 10 Fahrer der französischen Berge, unter ihnen Marcel Tarrés, der schon 8-mal in Fouchy gewann. Der Fahrer des MK56 Martini in den Prima Gasfarben hat schon einen Marathon fahren müssen, um alleine bis zum Start zu kommen. Marcel cherche à grappiller des points pour le championnat, dem Präsidenten des Organisationskomitees aufgezeichnet. Marcel versucht, alle Punkte für die Meisterschaft zu sammeln, da er im Moment nicht gut platziert ist, weil er 2 Läufe verpasst hat. Er liegt an 7. Stelle, das heißt, dass er teilnehmen muss und mindestens einen 3. Platz erreichen sollte, um sich weiterhin eine Chance auf die Meisterschaft ausrechnen zu können. Aber es gibt noch andere, die auf den Sieg in der Meisterschaft hoffen. Unter ihnen Bernard-Étienne Grosbois und Francis Dollier in den Gruppen N und A. Ils sont également de sérieux prétendants au titre de championnat puisqu'ils se situent actuellement deuxième et troisième. Das heißt also, die 5.000 bis 6.000 Zuschauer, die an diesem Tage die Straße säumen werden, werden einen harten Kampf miterleben. Es wird immer Auseinandersetzungen in diesen Bergrennen geben, für die es sich lohnt, an die Strecke zu kommen. Neben den Favoriten gibt es mehr als 140 Teilnehmer in verschiedenen Kategorien, die sich um die Plätze streiten.
Und das bedeutet, dass in den folgenden zwei Tagen all die kleinen Orte im Rennfieber setzen. Alsace ist eine Region, in der die Orte zwar klein sind, aber dafür dicht gedrängt. Fouchy ist eines dieser Dörfer mit rund 500 Einwohnern, aber an einem solchen Renntag steigen die Zahlen bis auf 7000 inklusive aller Gäste. Diese Fouchy-Bergwertung wird über 3300 Meter ausgetragen. Welche sind die markantesten Merkmale dieses Kurses? Mit Sicherheit haben es die Kurven in sich und sind eine Herausforderung an die Fahrer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei den Formel-2-Wagen bei 120 Stundenkilometer, aber es gibt Rennen, bei denen sie bis auf 170 Stundenkilometer ansteigen kann. Hierbei handelt es sich für die Fahrer um eine sehr erfreuliche Strecke. Es gibt eine Menge malerische Eindrücke am Rande der Strecke zu sammeln, wenn man nur Zeit dazu hätte, sie aufzunehmen. Ce parcours qui est également dans un cadre, un magnifique cadre de verdure dans ce Piémont des Vosges, dans la région donc de Fouchy, Villers, etc. Die beste Möglichkeit, um einen Eindruck von der Strecke zu bekommen, ist es, sich selber in den Sitz eines Wagens zu schwingen. Der Nervenkitzel dabei ist mit inbegriffen. Zurück zum Rennen und zum Fahrer des BMW, dem Gewinner der Kategorie F, Josef Schmidt. Präsident Jung hatte es gerade gesagt, die technische Herausforderung der Strecke und das Talent der Fahrer stellt ein aufregendes Erlebnis und eine fantastische Show für alle Zuschauer. Ja, im Rennen auch die 16 Ventiler des Modells Clio teil. Zwei Wagen tragen die Farben von Renault Celestat. Einer wird gefahren von Marc Dürr, der einen fünften Platz in der Gruppe A erreicht und der 37. von der insgesamten Zeitwertung ist. Die Zukunft sieht rosig aus für den neuesten Flitzer von Renault.
der Pause zwischen zwei Rennen gibt es Zeit für einen Ausflug in die Geschichte mit der Vorführung des Vintage Jaguars. Dank dem Alsace-Jaguar-Enthusiastenclub können Sie sich zum Start der 24 Stunden von Le Mans zurückversetzen lassen. Die erste Steigung dann entsprach voll den gestellten Erwartungen und der Kampf um den ersten Platz entbrannte schon früh. In der Gruppe A stritten sich Francis Dozier in seinem BMW 3 mit der Nummer 84 und Jean-Christophe Dubois in seinem Ford mit der Nummer 86 um die Spitzenposition. Bernard Etienne Grosbois dominierte in der Gruppe N in seinem vierradgetriebenen Ford Sierra mit der Nummer 126, aber Jakubowski und Daibach ließen ihm keine Luft für einen Fahrfehler. Nachdem Daniel Bocard wegen Motorschadens ausgeschieden war, stritten sich Bernard Chambérot und Patrick Dupuis um die Plätze 4 und 5 in der Gruppe C. Auf dem zweiten Platz hinter Marc Regal mit der Nummer 4 und noch vor Christian Deviard mit der Nummer 2 landete Marcel Tarrés, der alle Stopps überfahren musste, um sich auch weiterhin eine Chance auf die Meisterschaft ausrechnen zu können. Christian Deviard hatte allen Grund, Gedanken verloren zu schauen. Marcel Tarrés hatte eine Glanzleistung gezeigt beim zweiten und dritten Lauf, womit er allen anderen Teilnehmern den Wind aus den Segeln nahm und mit 2 Sekunden Vorsprung gewann.
Wir haben im Anschluss an dieses Rennen ein Gespräch geführt mit Marcel Therese, das wir Ihnen jetzt gleich einspielen werden. Er sagt, er war wirklich sehr glücklich, abgesehen von der Enttäuschung, in Le Mans ausgeschieden zu sein. Aber schließlich gab ihm das die Möglichkeit, beim Bergrennen von Fouchy teilzunehmen. Am Vortag gab es einen Moment für Marcel Therese, zu dem er nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Er wusste nicht, wie er aus Le Mans zur Strecke nach Fouchy kommen sollte. Man kann eben nicht an zwei Plätzen gleichzeitig sein. Aber das Porsche-Team war dann doch sehr überrascht, nachdem Therese unterwegs war zu den Vogesen. Da kein Hubschrauber zur Verfügung stand und auch der Wagen zusammenbrach, war das Team etwas aufgeregt. Das bedeutete, dass man um 2 Uhr morgens aufbrechen musste, aber dafür verlief die Fahrt nach Fouchy reibungslos und mit ein wenig Schlaf kam Therese doch noch entspannt zum Start. Irgendwie gelang es Marcel Therese, diesen 500 Kilogramm schweren Wagen, der angetrieben wird, von einem 300 PS starken Motor gut unter Kontrolle zu bringen, denn in Le Mans war er es gewohnt, einen Wagen mit einer Tonne Gewicht und 800 PS über die Straße zu bewegen. Am Abend also gab es nicht nur Glückwünsche, sondern auch noch einmal ein paar Gedanken, zum Beispiel an den Unfall von Daniel Bocard, aber auch viel Beifall für Marc Regal. Marc hatte es geschafft, ein paar fantastische Zeiten abzuliefern in einem Wagen, der nur so strotzte vor Kraft. Marcel Therese war sehr beeindruckt von Regal, der ihm immer dicht auf den Fersen saß. Und während er selber an den notwendigen Punkten für die Gesamtmeisterschaft arbeitete, war er sich nicht immer der Griffigkeit seines Wagens auf der schwierigen Strecke sicher. Dazu kam noch ein immer auf einen Fehler von Therese wartender Christian Debias, der aber letztendlich selber mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Christian Debias ist besser auf schnellen Strecken, so war dieser Kurs nicht ganz nach seinem Geschmack. Eine herausragende Leistung und ein Riesenerfolg also für Therese, für den sich die Reise von Le Mans ins Fouchy-Gebiet gelohnt hat. Die Zuschauer verlassen diese 16. Ausgabe des Bergrennens mit einem lächelnden Gesicht und auch das nächste Jahr dürfte schon in ihren Rennkalendern vermerkt sein, womit wir uns verabschieden wollen mit einer